Glück auf und herzlich willkommen zurück bei Transistor. Ja, Mensch, stellt euch vor, das Spiel gibt's auch noch. Oh, ist es wieder extrem laut, es ist wieder extrem laut. Ich hasse das, dass ich diese... Ups, Helligkeit hat mir mal etwas... Dass sich das immer wieder zurückstellt. Nein, das nicht. War das. Weil... Ich weiß nicht, ob Hey, lol. Ach, wir kommen von da unten. Was? Willkommen, Red. Vor wenigen Minuten vom Dach der Bracket Towers geschickt. Was zur Hölle? Ja, GG, würde ich mal sagen. Ja, antworten. Ja, auf jeden Fall. Ist das jetzt schon wieder lauter geworden? Ich habe so das Gefühl. Ja, muss es halt hinterher pegeln. Auf jeden Fall kam Transistor jetzt lange nicht, weil... ja, ich hatte halt erst kein Renderprogramm mehr. Dann habe ich eins gekriegt. Aber das überfordert meinen PC. Und ja, dann sind halt meine Eltern immer noch da. Und ja, wie immer, der PC steht in der Stube. Das bedeutet, im Wohnzimmer. Das bedeutet, meine Eltern sitzen meistens hinter mir. Und Stimmen im LP sind scheiße. Das bedeutet, wenn meine Eltern nicht da waren, habe ich meistens Minecraft Together aufgenommen mit Paul. Alter, es ist schwer gleichzeitig zu zocken und zu spielen. Da habe ich meistens LPT. Ich bleibe jetzt mal kurz hier stehen. Ja, auf jeden Fall, wenn sie nicht da waren, habe ich dann meistens LPT mit Paul aufgenommen. Und das dann gleich gerendert und hochgeladen, weil es war dann relativ knapp, dass wir es geschafft haben. Und da habe ich es halt meistens nicht geschafft, noch Transistor aufzunehmen, ohne dass jemand hinter mir sitzt. Und ich will nicht, dass jemand hinter mir sitzt, damit ich keine Stimmen im Spiel habe. Und ja, jetzt kann es losgehen, jetzt kann es losgehen. Ich habe Angst, dass wieder so ein Vieh kommt und ich wieder völlig ausraste. Ich ehrlich. Ich habe dieses Spiel halt auch schon lange nicht mehr gesehen, aber man muss ganz ehrlich sagen, diese Grafik ist einfach nur der Oberhammer. Ich liebe sie immer noch. So. Funktion prüfen. Lilienplatt. Achso, das haben wir schon gelesen. Das haben wir auch schon gelesen. Mrs. Platt fand niemals die Wahrheit über ihren verschwundenen Freund heraus, obwohl sie ziemlich schnell die Wahrheit über das ungewöhnliche Phänomen herausfand. Für die Camerada war Mrs. Platt eher ein unbefugter als eine vielversprechende Person, da sie eine der wenigen war, die etwas Wissen um ihre Machenschaften hatte. Als die Zeit dafür gekommen war, sorgten sie dafür, dass sie von ihrem letzten bekannten Aufenthaltsort weit entfernt waren. Dem OVC zufolge wird Miss Platt schon seit mehr als 2 Wochen vermisst. Und alle Spuren sind ins Leere gelaufen. Im Laufe der letzten 10 Jahre ist es weniger als einmal jährlich zu Fällen von Fremdeinwirkung gekommen. Aber in diesem Fall haben die Behörden das noch nicht ausgeschlossen. Fremdeinwirkung. Fremdeinwirkung heißt dann was, bitte? Hier war es auch noch. Sonnenwende. Ah, Sonnenwende. Die behördlichen Auflagen der für den nordwestlichen Teil Goldworks kollidierten mit der Himmelsbreite, die sie zum Malen benötigte. Aufgrund ihres Zustands missachtete Miss Yondale die Auflagen und ging munter ans Werk. Das Ergebnis war atemberaubend und die meisten der Zuschauer fanden keine Worte, um das Kunstwerk zu beschreiben.
weil Miss John Dale aber mutwillig eine Sonderdirektive der Behörde ignorierte, wurde ihr die Ausübung ihrer Skypainting-Kunst für eine 2,5-mal längere Zeitspanne untersagt. Als sie zu akzeptieren bereit war, sie gab ein Gnadengesuch ab und geriet an, einen Administrator, der auf gewisse Wege hinwies, die Strafe zu reduzieren. Begierig verlangte sie mehr darüber zu erfahren. Aber wir erfahren nicht mehr. Ich hasse sowas, das ist richtig mies. Leute, wieso sind hier so viele OVC-Terminals? Firewall. Erstmal die ganzen OVC. Es gibt einfach mal so viele. Ja, so ist es ja, so ist es. Warte mal. Nee, das stimmt nicht. Oh. Ja, also die... Oh. So. Hey, lol. Wieso ist das jetzt auf einmal wieder so rangezoomt? Das war doch eben nicht. Erstmal ins OVC-Terminal. Oh, das ist ein normales. Immerhin gestehen sie sich ein, ja. Die haben immerhin einen ganzen Block abgerissen. Hallo? Was ist los bei denen? Jo, wir sind schuldig. Ja, GG. Okay. Ja, das interessiert mich jetzt natürlich auch. Sollen wir jetzt kämpfen oder sollen wir jetzt in die Hintertür? Ach komm. Hintertür! Hintertüren sind schön. Hallo Luna. So, achso, das ist der Praxistest. Hängematten, 4 Ideen. Warte, wieso ist das so schwarz hier? Sonst war der Hintergrund auch immer übelst blau. Das muss ich erstmal überprüfen. Okay, was will er anstellen mit ihm? Ist es jetzt einfach nur Nacht oder ist 3 verbleibende Ideen oder war es das schon? Lol, ich weiß nicht, wie ich die Ideen da so vorspulen soll. Planungstest. 3 ist wieder auf. Das ist ja der Base. Ich mag die Planungstests nicht so richtig. Es lädt nicht. Jetzt, Leute, jetzt. Was zur Hölle? Das wollte ich doch gar nicht. Ja. Terminiere die Prozesse. Das ist doch scheiße. So,
geht's schon mal nicht. B, A. B, A. So könnte es klappen. Es war nicht leicht, aber es war schon ein bisschen leichter. Okay. Musik! Ich mag Musik. Aber ich habe den Ton schön gehalten. Es ist ja bei Outer City. Voll geil. Ich hasse diese langen Ladezeiten. Ist da oben die Tür langsam offen? Da, Knarf. Leistungstest. Ay, caramba. Ich hab schon ein bisschen Schiss davor. Ja, ich hab so ein bisschen. Thank you.
Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich das in Geschwindigkeit abgespielt. Und ich mache jetzt auch noch schnell den Geschwindigkeitstest, das mache ich auch wieder in Speed, dass die Folge halt nicht ganz so lange ist, aber ihr halt trotzdem alles mitseht. Weil während ich mich da konzentriere, vor allem bei diesem Test von eben, rede ich halt nicht so viel und das würde es dann alles ein bisschen zerstören und so. Und darum, ja, mache ich es in Speed. Ihr könnt ja mal in die Kommis schreiben, was ihr davon haltet. Was ist denn das? Scheiße. Was macht B? Scheißhunde! Nein! Lag. Wieso lag das gerade so? Mein PC ist gerade hoffnungslos überfordert. Aber richtig hoffnungslos. Halleluja. Ja, ich glaube, wir müssen Transistor. Ja, ich glaube, wir müssen demnächst. Ich glaube, ich muss Transistor pausieren lassen, bis ich einen neuen PC habe. Wow. Oh Mann, es leben noch viel zu viele. Schaffe ich nicht. Es lebt auch noch so ein Hund. Doch nicht auf den! Man muss
mach's halt so. Geht doch. Gerade noch so. Aber das wird wohl leider nichts mehr werden. Jo. Nee. Das schaffe ich nicht. Vergiss es. Zurück, ja. Tut mir leid, ich schaff's leider nicht, das ist jetzt, ja. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Lasst mal eine Bewertung da und einen Kommi. Und ja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Und ciao.